Thank you.
Die Vision auf unsere Kraft gemeinsam hier zu gestalten, statt nur zu kontrollieren oder passiv auszuhalten, was wir eigentlich haben wollen. Unsere Zukunft braucht uns. Das heißt, unsere Nachkommen, unsere Kinder, Enkel, Urenkel, sie brauchen uns hier und heute auch ganz präsent. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir alle unsere Streben, unsere Forschung und unsere Intelligenz mal für Frieden bündeln würden? Von einem ganz welcher, ein unmöglicher Gedanke. Wenn all das viele gelten, dem unter Zerstörung und Unterdrückung von... Lasst uns also nicht nur fordern, sondern handeln. Frieden wird, lasst uns ihn verwirklichen. Und wenn ihr glaubt, wir schaffen das nicht, möchte ich nochmal mit Remis zitieren. Eine Volkskunde.
sozusagen gebrochen ist. Straße.